es findet statt. Herrlich die vielen Leute, die vielen Besucher, herrlich unsere Rampe, viele Gäste. Ich möchte ganz kurz die wichtigsten begrüßen. Ich kann nicht alle begrüßen, ich könnte nicht aufhören. Herr Piewartz möchte ich hier begrüßen in Vertretung von unserer Schirmherrin, der Frau Klepsch aus der Staatskanzlei. Ich möchte aber auch begrüßen unseren Oberbürgermeister Dr. Herbert, Herr Hilbert. Was war denn? Was ist denn los? Ich war jetzt noch vor 30 Jahren. Er steckt drin, oder? Finde ich gut. Also Herr Hilbert ist auch da. Er kann ruhig mit vorkommen, er versteckt sich. Aber er ist der Oberbürgermeister von Dresden. Ich möchte begrüßen unseren Ortsbeirat aus Loschwitz, er ist fast vollständig hier angetreten, zusammen mit ihrem Chef, Herr Barth, hier oben. Alle verstecken sich, ich weiß nicht warum, das war früher anders, aber jetzt verstecken sich alle. Herr Barth, er hat es verdient, hier mit vorzukommen. Wen habe ich vergessen? Ich möchte alle begrüßen, alle. Wer hätte es gedacht, 2019 haben wir das letzte Elbhangfest hier an dieser Stelle eröffnet, vor 3 Jahren. Danach ging es 2 Jahre nicht mehr. Vieles hat sich verändert in diesen 3 Jahren, aber nicht unbedingt alles zum Schlechten, sondern ich meine auch vieles zum Positiven. Vor 30 Jahren standen wir auch schon mal hier. Der eine oder andere Besucher war auch schon da. Es hat sich ja auch vieles zum Positiven verändert, auch an uns selber. Ich hatte damals noch einen Schnauzer, lange Haare und keinen Bauch. Jetzt können Sie sich selber mal angucken, wie Sie vor ungefähr 30 Jahren mal aussahen. Ich warte kurz. Seit 30 Jahren haben wir immer am letzten Juniwochenende das Elbhangfest gefeiert. Wir haben Musik gehört, wir haben getanzt, wir haben gegessen und immer auf das Wetter geschaut. Wie wird's werden zum Elbhangfest? Ich wollte mich heute ganz kurz fassen mit meinen Worten wegen des Wetters, weil irgendwann stand in meiner Wetter-App, die es damals vor 30 Jahren noch gar nicht gab, stand drin, es könnte um 11 Regen kommen. Ich habe nicht den Eindruck heute. Gestern Abend, wir hatten aber in den letzten Jahren hier schon Regen, wir hatten Kälte, wir hatten Hitze, wir hatten alles. Und ein Freund sagte mir gestern Abend erst, der Elbhangfestverein ist der masochistischste Verein, den ich kenne. Denn wir haben es ja trotzdem immer durchgeführt. Alle diese Elbhangfeste, die letzten 30 Elbhangfeste, könnten nicht stattfinden, wenn Sie, liebe Besucher, es auch dieses Jahr nicht gemacht hätten und eine Karte gekauft hätten bis zum 30. April. Das war unsere große Deadline, das Elbhangfest durchzuführen. Und Sie haben es ermöglicht. Es war ganz wichtig, wir mussten neue Wege gehen als Verein und wir haben es geschafft. Der Elbhangfestverein kann das Elbhangfest durchführen, finanziell. Sonst ist es ja gar kein Problem. Es geht ja nur um die Finanzen. Alles andere, unsere Leute sind hochmotiviert gewesen. Aber auch nicht nur Sie, sondern viele Sponsoren und Spender, die haben in den letzten Wochen, Monaten, man kann schon sagen Jahren, es waren ja 3, uns immer wieder unterstützt und uns immer wieder das Feedback gegeben, macht bitte weiter. Und es sind nicht nur die Kleinsponsoren, es sind auch ganz große Sponsoren dabei. Sponsoren, wo wir einfach sagen, jetzt fehlt mir mein Dankeszettel. Ne, ich habe ihn hier. Sponsoren, die viele Jahre schon dabei waren und uns immer wieder die Möglichkeit gegeben haben, auf unser Konto zu gucken, ohne dass uns schlecht wurde.
Ich möchte hier an dieser Stelle stellvertretend nennen den Bund mit seinem Programm Neustart Kultur, die Landeshauptstadt Dresden insbesondere und das den Stadtbezirksbeirat Loschwitz. Vielen Dank. Weiterhin unsere privaten, unsere Hauptsponsoren, die aus der Privatwirtschaft Geld gegeben haben, um das Elbmannfest zu unterstützen. Allen voran seit vielen Jahren durch die Krise weg, auch wenn kein Elbmannfest stattgefunden hat, die Radeberger Exportbierbrauerei. Vielen Dank. Herr Olaf Blaumann, den habe ich vorhin vergessen, der steht auch hier. Das ist der Direktor der Brauerei, heute im roten T-Shirt. Bedanken Sie sich bei ihm, trinken Sie einen Radeberger. Die Ostsächsische Sparkasse, die Sächsische Zeitung, der Konsum Dresden, dieser Konsum, sondern man hat ja schon einen Wortschatz, der geht gar nicht. Der Konsum. Früher haben wir gesagt, der Konsum. Wir haben nicht Konsum, sondern Konsum. Der Konsum Dresden, Sie haben ja vielleicht, der eine oder andere hat seine Karte auch dort gekauft. Und unseren neuen Hauptsponsor, die USD Immobilien aus Dresden. Vielen Dank. Diese Fantasie haben wir als Symbol, Sie werden es auf der ganzen Strecke sehen, das Symbol des Schmetterlings haben wir hier gewählt. Und ich glaube, es ist ein sehr schönes Symbol, wer sich mit dem Schmetterling mal beschäftigt. Es könnte was Neues entstehen. Und wir haben die Gründe am Elbhang zwischen Loschwitz und Pillnitz. Zu diesem Thema wird dann die Frau Ronny Donat noch etwas sagen. Die Umsetzung der Festfantasie haben wir unseren immer hippligen, ehrenamtlichen Festausschuss Mitgliedern zu verdanken. Trotz 3 Jahre Pause haben sie organisiert, telefoniert, geschleppt, geschraubt, sich viele Abende getroffen und das 30. fertig gemacht. Einen riesen Dank an diese 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Elbmannfestvereins. Hallo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier als Leiterin des Karl-Maria von Weber-Museums ein Grußwort an Sie richten zu können. Und das hat auch einen guten Grund, und zwar den sogenannten Cap-Grund. Das Motto des diesjährigen Elbhangfestes lautet gute Gründe für Fantasie. Und da geht es natürlich um unsere Elbhanggründe, nämlich unter anderem den Mordgrund, den Loschwitzgrund, den Wachwitzgrund, den Helfenberger Grund, den Friedrichsgrund und den Keppgrund. Diese Gründe gehören zu unserer Kultur, gehören zu unserer Geschichte und der Keppgrund ist unmittelbar mit dem Karl-Maria von Weber-Museum verbunden. Sie wissen, Weber lebte Anfang des 19. Jahrhunderts in Dresden-Hostowitz und hat fast jeden Tag einen Spaziergang im Keppgrund unternommen. Seine berühmte Wolfsschluchtszene für den Freischütz soll dort inspiriert worden sein. Er hat in der Keppmühle gegessen, er hat dort Musik gemacht, er hat Wein getrunken, er hat gelacht, so wie wir heute zum Elbhangfest. Aber der Keppgrund ist nun seit nunmehr 12 Jahren, seit 2010, gesperrt und für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. In den letzten 30 Jahren hat sich viel Positives verändert bei unserem Elbhang, aber wie gesagt, der Keppgrund, der eigentlich mit zu unserer Tradition, zu unserem Elbhang gehört, ist leider geschlossen und nicht mehr zugänglich. Und deshalb möchte ich diese kurze Gelegenheit hier nutzen, Sie darauf aufmerksam zu machen. Besuchen Sie die anderen Gründe und kämpfen Sie mit uns gemeinsam dafür, dass der Keppgrund in den nächsten Jahren wieder zugänglich gemacht werden kann. Auch ein Jubiläum, nämlich 2026 jährt sich der Todestag von Karl-Maria von Weber zum 200. Mal. Bis dahin soll auch das Karl-Maria von Weber-Museum saniert werden. Die letzte Sanierung war 1975, also dort ist auch ein Sanierungsstau. Es bedarf einer Neuentwicklung des Museums. Und mit der TU Dresden sind sehr viele schöne Ideen entstanden, wie man den Keppgrund und Hostowitz mit einbeziehen kann. Es gab Ideen für einen Klangweg, für die Wiederbelebung des Poetas.
konkreten Weges, den man momentan auch nicht gehen kann. Und wie gesagt, ich appelliere auch an den Oberbürgermeister, sich dafür einzusetzen, dass wir die Hostowitzer Landschaft wiederentwickeln und beleben können. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch darauf aufmerksam machen, dass im Schlosspark eine wunderschöne Ausstellung ist, in Pillnitz im Schlosspark, über die gute Gründe im Elbhang, wo alle einzelnen Täler vorgestellt werden mit ihrer Kulturgeschichte. Denn natürlich gab es in den Gründen nicht nur Musik, sondern auch viele Maler waren dort zu Besuch. Dort ist Kunstgeschichte passiert, dort ist Musikgeschichte passiert und auch Richard Wagner, von dem wir dann gleich noch ein Stück hören würden, hat sich von der herrlichen Natur inspirieren lassen. Und jetzt, da der Regen gleich anfangen wird, wünsche auch ich Ihnen ein herrliches Elbhangfest und hoffe, dass Sie uns auch im Karl-Maria-von-Weber-Museum besuchen werden. Wir haben viele schöne Konzerte und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ich möchte mit diesen Worten, mit Fantasie, wir haben auch den Cap-Grund wieder öffnen, das ist kein Problem. Fantasie muss man haben, muss sie tragen, muss sie ausleben. Ich möchte jetzt endlich das Elbhangfest, das 30. Elbhangfest, endlich das 30. Elbhangfest, jetzt eröffnen. Seinen Lauf. Die Sonne scheint, dann, naja, gut. Als ich das geschrieben habe, da war es jedenfalls schön. Die Sonne scheint statt Pocken, Affenhitze und das ist unter uns gesagt auch spitze, wenn auch fernab viel gewittert, das Elbhangfest erzittert, voll Energie und Freude und voller Kunst und voller Leute. Und ich darf wieder moderieren und schütte poesiegeladene Viren auf euch, damit sie sich in euren Herzen vermehren. Und das Lachen und das Scherzen sei unser Treibstoff ideal, feinstaubarm und klimaneutral. So ist die Elbhangfeststrategie gute Gründe für Fantasie. Wir würden jetzt hier ein. Der erste Festumzugsteilnehmer ist der Goldene Schmetterling. Nee, ja, doch. Und das wird mir jetzt angesteckt, sonst darf ich hier nicht weitermachen. Kann mal jemand der Polizei sagen, dass er kommen kann? Ja, die sollen wir hier. So. Gut. Kommt heran, traut euch. Am Anfang vom Zug sehen wir als Lokomotive berittene Vertreter der Exekutive. Das ist gut so, muss ich sagen, denn am Ende fährt ein Streifenwagen. Und so ist unser ganzer Festumzug von Organen mit Macht und Fug kurz ganz sicher eingesäumt, falls hier einer von Freiheit träumt. Gründe für Fantasie und freie Gedanken. Gerne, aber bitte in ordnungsgemäßen Schranken. So, da kommen sie schon angeritten. Großen Tempo und bestritten die motorisierten Gesellen hier unten hatte ich in der Liste noch nie gefunden. Wir applaudieren dankbar für euer Erscheinen und hoffen, ihr müsst uns nicht polizeien. Nun öffnen wir den Bogen. Eine Kolonne kommt gezogen als zukunftsorientiertes Reisen bei den derzeitigen Treibstoffpreisen. Von den Eseln aus Kreischer, da spenden wir Beifall gleich mal. Die Esel kommen vom Eselhof Menge und davor waren die Mädel und Bengel, also das waren nur zwei Mädel,
die als Schmetterlinge hier flattern. Auch ich konnte einen ergattern. Der wurde schon bei mir angebracht hier und natürlich aus Gold, denn das verleiht Macht. Das sind die Kinder vom Puck e.V. und der ganze Kutschenbau und auch das, was davor tanzt und schwebt, wurde von Professor Eisner angelegt und den Studenten der Hochschule für Bildende Künste. Und solche guten Sachen findest du nur hier beim Festumzug. Doch damit nicht genug. Wir applaudieren ganz wild und widmen uns dem nächsten Bild. Wir machen ein bisschen langsamer. In dem schönen wurde Spielmannszug. Wir wollen mal lassen erstmal durchkommen, das ist furchtbar. Lied aus. Stopp! Schluss! Danke. In dem schönen Worte Spielmannszug gibt es einen Mannbezug. Doch alles, was einst Männer taten, ist heute den Frauen aufgeladen. So auch beim Mädchenspielmannszug aus Dresden und Andrea Wolfram gehört zu den größten Mädchenspielmannszug-Ausbilderinnen. So lasst mal euer Spiel erklingen. Jetzt! Wir danken für das Mannzugspiel und beifallieren dafür viel. Das nächste Bild holen schon heran und darauf ein bekannter Mann. Rainer König. Der Held der Geste. Begrüßen stürmisch wir zum Feste. Er zeigt uns Leonardis Tinde. Welche Wart dem frechen Schelmengesinde zu Verhängnis, weil sie den Bohren verlachten und sich des Rassismus strafbar machten. Nein, 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 das darf nicht sein. Drum geht es in das Fass hinein. Ich bin sicher, das wird ganz groß, also Reini, leg mal los. Das war wirklich wundervoll. Wir applaudieren auch ganz doll und wünschen euch von Herzen viel Freude weiterhin beim Tintenschwärzen. Es wird ja heute viel geschwärzt und mit Stiel und Stumpf ausgemerzt, was irgendwie nach Rassismus schmeckt. Da wird vieles auch versteckt, was eben gar nicht rassistisch ist, sondern im Gegenteil, und das ist Mist. Wie bei allen diesen Sachen, du kannst gegen Blödheit nicht wirklich was machen. Der nächste Posten kommt mit Pracht. Märchen aus 1001 Nacht. Worte, die des Hörers Herz betören, kann man öfters im Bräustübel hören. Dort führen sie mit ihren Geschichten das Publikum zu neuen Sichten. Und mir scheint, das ist auch vonnöten. Denn selbst das führt sehr oft zum Töten, wie man derzeit deutlich sieht. Im eigenen Herzen beginnt der Krieg und damit auch der Frieden. Das muss man auch ein bisschen üben. Wir danken euch mit viel Geklatsche. Weiter geht es mit der Fatsche. Leicht ist über Musik zu reden, doch das Fiedeln, Klimpern und Trompeten braucht, damit es auch harmoniert, eine Werkstatt, die das Ganze führt. Und besonnene und liebevolle Wesen, wie die Musikerin Conny Dresen. Sie sorgt in ihrer Werkstatt O-Töne für Nachwuchs, Kader, für alles Schöne. Und weil wir sie schon so nett nennen, können sie auch was zeigen von ihrem Können. Oder nee? Na los! Wir danken wirklich sehr famos und danken mit Beifall riesengroß. Die Sportler und drinnen der Dresdner Verkehrsbetriebe sind scheinbar immer noch nicht müde und wir hoffen, sie halten lange noch zur parallelen Barrenstange. Sie trainierten in den letzten Wochen die verkehrsbetriebenen Knochen und schwingen sie nun in gewohnter Manier als Beispiel für uns alle hier. Legt los. Jetzt haben sie schon die Übungsleiterin, das war früher nicht so drin. Das ist
erstmal wirklich fulminant. Wir klatschen Beifall mit begeisterter Hand und wünschen euch von ganzem Herzen Rückenwind statt Rückenschmerzen. Das nächste Bild zeigt uns ein Bild. Und zwar ist das ein Szenenbild aus der Freischütz-Inszenierung. Und das Ganze ist eine Verführung, denn jetzt ist wirklich Fantasie vonnöten, von den Klugen und den Blöden. Der ganze Freischütz ist so inszeniert. Das Publikum sitzt sehr interessiert und dann kommt auf die Bühne irgendwie diese Szenenfotografie. Und die Leute müssen 3 Stunden sich versenken und sich den ganzen Freischütz denken. Mehr ist ja nicht zu sagen. Wir danken trotzdem diesen Wagen. Ein leiser Traktor rollt heran, gelenkt von einem Gärtnersmann vom Obsthof Rüdiger aus Hosterwitz, und auf dem Hänger, auf dem Sitz, da sitzt in jugendlicher Frische die Nierentische. Ruhe! Da geht gleich los. Wir klatschen in die Händchen und sie spielen uns ein Ständchen. Das wollte ich bloß sagen. Jetzt kommt er da. Dieses Gefährt ist das wunderbare Verkehrsmittel der nächsten Jahre. Und drinnen auf der Kutsche Sessel sitzt das Frisure-Ehepaar Ressel. Und spielen gut frisiert, edel und bleich Erzherzogin Luise von Toskana Österreich mit ihrem Gemahl Friedrich August III., der aber zu dieser Zeit unbestrittener Kronprinz war. Das Leben spielt oft sonderbar. Kaum war Luise ausgebrannt, wurde er zum König ernannt. Luise liebte den Französischlehrer, der war eben aber nur ein Verehrer und kein Ernährer. Luise starb arm, als Perle vor Säue, kurz ist der Wahnsinn, lang ist die Reue. Manchmal gehen schlecht die Märchen aus, wir danken trotzdem mit viel Applaus. Leute, ich sage es nicht ohne Bedauern, das nächste Bild lässt euch erschauern und wäre nicht möglich gewesen ohne Johannes Gärtner und Stefanie Gyax aus der Schweiz. Wir danken diesen mit lauten Tösen. Im Maixgrund lauern Gefahren, warte mal, stopp! Im Maixgrund lauern Gefahren, vor Hunderten von Jahren ein alter Drache hauste dort und fraß den Leuten die Butter fort. Obendrein verlangte er zum Spaße eine Jungfrau, Wold und Phrase. Drum sind noch heute, muss man vermelden, leider im Maixgrund die Jungfrauen selten. Die Pucke, Quatsch, das sind die, ja. Also die beiden Leute spielen das wie immer hin und da kommt mir den Sinn, wenn einmal in Dresden und der Welt flächendeckend der Strom ausfällt und das Leben wird uns schwer und es geht auch kein Fernsehen mehr, dann kommen auf Bestellung in ihr Haus Johannes Gärtner und Stefanie Gyax und spielen für Applaus und für ein Abendbrot ohne Frage die Maixgrundsage. Wir danken euch mit großem Applaus. So sieht Unterhaltung der Zukunft aus. Das Schwert steckt im Turf und wer es rausziehen kann, wird der nächste König. Es gibt hier. Ah, okay. Und mit Drachen geht es weiter, diesmal auch recht heiter, denn wiederum die kleinen Tänzer. So. So, das ist wirklich niedlich.
So, liebe Leute, wir freuen uns sehr. So, stellt euch alle her und tanzt mal schön, wie wir es geübt. Musik geht an. Es warten Pferd und Laster. Los geht's mit dem Ghetto-Blaster. Es geht über UBS, über Bluetooth. Wunderschön. Sie müssten das von hier oben sehen. Es war wirklich Oberklasse. Der Beifall dröhnt, auch das voll ist klasse. Leider geht er um zu weiter. Es wächst sich wirklich aus dem Land. Heute will man sich nicht mehr mit Arbeit quälen, bedeckt das Land mit Solarpaneelen und nutzen der Sonne strahlende Kraft für den flüchtigen Elektrosaft. Doch will man wirklich nachhaltig sein, kaufe man sich ein Gläschen Wein, denn darin funkelt natürliche Größe als Königsklasse der Photosynthese. Da ist die Weinkönigin. Wie ist der Name? Ja, die Nicole hatte. Die Nicole, ein Gläschen Wein stimmt mich jetzt leider.
sonst geht es auch nicht weiter. Wir danken der Weinbaugemeinschaft. Okay. Hallo, kommt doch nochmal vorbei. Macht ihr alles alle. Nachhaltig und klimaneutral radeln die Fahrradhelden durchs Elbetal. Auf Fahrradrennbahnen, also alten Gestellen, die auch schon Zukünftiges darstellen. Zum Beispiel das Hochrad dort ist deshalb so groß, damit man später mühelos ist, da mal der Akku dran, dann während der Fahrt auch laden kann. Erschlafft die Wade, dann sei besonnen, greife die Leitung und düse davon. Oh, da kann es überhaupt nicht schlafen. Auch das müssen Sie später können. Ein Hoch auf unseren Fahrradverein. Irgendwann wird die Stadt euch alleine sein, denn wer motorisiert ist, wird nicht geduldet. Wer was zu tun hat, ist schon beschuldet. Stopp! Das sind die Verkehrsbetriebe von morgen. Da vorne, man kann sich einen Trampler bogen und auf dem Gepäckträger geht es nach Hause. So sieht wahrer Fortschritt aus. So. Gute Gründe für Fantasie locken soll euch dieses Thema, dass ihr sagt, wir gehen mal in so einen Grund und gucken uns den an, weil man da viel entdecken kann. Aber Fantasie hat auch Abgründe bei diesem Bild und ich finde, nichts ist auf dem Elbhangfest so wie dieses Duo mit Niveau. Und davor der Mario, der aus Mäusegast herfloh mit der wundervollen Dieselameise. 3 Tage dauerte die Reise. Micha Winkler spielt die Tute und ich sing und rede dazu gute Gedichte laut und schief, fantasievoll abgrundtief. Aber das lassen wir jetzt, weil jetzt kommt die Blechtrommel, das hat ja keinen Sinn. Ja, warte mal! Stopp! Halte mal! Wir müssen jetzt was spielen. Es gibt nämlich seit kurzem ein Musical mit uns, das ist überall plakatiert. So. 10 Uhr, Micha. Also, ich bin dann auf dem Wagen drauf. Mario, fahr mal rechts ran. Ich spring dann drauf. Ein Gefährt von 1951, Leute. Das ist grandios. Und nun kommt fast... Nee, Quatsch. Nee, noch nee, noch nee. Die Blechlawine Dresden. Ach, Jenny Wachtel leitet den Verein der Blechtrommeln. Haut rein! Oh. Thank you.
Fleiß, kein Eis. Ja, das ist ein Muss, der Wagen vom Eisgarten Huss. Flüchtig ist die Leckerei, drum huschen sie ganz schnell vorbei und werden sich dahinter sehr beeilen, ein paar Kostproben zu verteilen. Hast und Eile sind ihr Gift, denn wenn Gutes und Wahres zusammentrifft, entsteht das Schöne auch für spätere Zeiten. Das lässt sich von dem Umsturzlung nicht vermeiden. Die wahren Gewichte der Nation überdauern jede Inflation. Inflation meint nicht nur die Finanzen, sondern auch den Geist im großen Ganzen. Und damit ihr fleißig weitermacht, seid herzlich mit Applaus bedacht. Wir müssen weiter vorn. Bis noch fehlt es. Duale Satire bekannt. Zur Satire gibt's ja immer einen Grund. Deshalb halte ich meinen Mund. Denn jetzt erklingen auch die Reize. Feind überfiele er die Ukraine. Jetzt steht er wirklich ganz alleine. Sein heißer Krieg Europa eint. Jetzt ist er wirklich unser Feind. Die ARD war auch hellwach. Setzt Röntgen statt Karl Lauterbach im Talkshow-Nahkampf täglich ein und hält die Pazifisten klein. Der Bürger braucht jetzt viel Geduld, an allem ist Zar Putin schuld. Ob Artensterben, Inflation, sein Traum von der Sowjetunion schuf alles Elend dieser Welt. Wer meint, das sei falsch dargestellt? Dem fehlt, sag ich von Ironie, aus gutem Grund die Fantasie. Vielen Dank! Morgen 15.30 Uhr im Weinberg in Pillnitz. Genau, du eine Satire. Und haltet euren Spott gern aus. Noch mal kurz dahinter ein Applaus. Gute Gründe für Fantasie. Und jetzt, schön wie nie, kommt fast am Schluss ein doppelter Stadtrundfahrtbus. Und oben auf dem ganzen Elektrozit. Und man kann tanzen. Tanzen, bis sich die Bämme biegt. Und das ist laut und quietschvergnügt. Jetzt noch mal die Hüfte schwankt. Wie Drehimage, die frechen Helden. Die Musik ist laut, die Texte selten. Wo sie spielen, da ist Stimmung mit Witz. Die Leute vom Drehimage. Und der Streifenwagen verteilt, das lässt sich begreifen, Streifen. Danke, dass ihr uns bewacht, wir hätten sonst nur Mist gemacht. So, Leute, jetzt ist genug. Das war ja der Festumzug. Ein großer Applaus für die vielen, die hinter den Kulissen spielen und bleiben wollen im Festungsschatten und immer schlaflose Nächte hatten. Das ist wirklich allerhand. Stellvertretend sei Roland Seyfried genannt. Das Elbernfest nimmt seinen Lauf, wie gesagt. Schönes und Gutes hält man nicht auf. Wir leben in Zeiten von Lüge und Wahn. Doch irgendwann bricht die Wahrheit sich Bahn. Wir werden erkennen, viel braucht man nicht mehr. Aber das Elbernfest, das hoffe ich sehr, wird dann noch dabei sein, wenn er verändert. Drum haltet euch fest, wenn der Kahn auch kentert. Wo Not ist und Trauer, da sprecht ein Gedicht. Und vergesst den Peter Flache nicht.